mit seinem Fliegerkollegen. Leider fliegt er uns vor, wie schon so oft, den Sherpa. Den Sherpa. Wir haben jetzt keine Daten. Ganz lustig. Warum habe ich da keine Daten? Da ist auch natürlich ein Großmodell, ja, so wie kann man sagen, ist ein Nachbar eines Flugzeugs, das hauptsächlich in Regionen eingesetzt wird, die nicht ganz so luftfahrtmäßig strukturiert sind. Man sieht das schon an den scalemäßig großen Rädern, die er hat. Und was mir auch an dem Flugzeug sehr gut gefällt, sind die Konstruktion der Landeklappe und der Querruder. Das müsst ihr euch am Boden anschauen. Also das ist also eine modellbauerische Meisterleistung, was der Werner da gemacht hat. Also das ist wirklich einmalig, wie er das nachgebaut hat. Dann in der Luft die König Ludwig Biber. Biber ähnlich wie die Sherpa, auch ein Busch-Flugzeug, kann man sagen. Die haben Blasen. Mit Stoll-Flugeigenschaften ausgestattet, das heißt, er kann also auf kurzen Landebahnen landen und starten. Ein sehr robustes Flugzeug im Original, das mit Skiern der Schnee ausgerüstet werden kann oder mit den Erden schwimmen und den kanadischen Flugzeugen sehr oft zu sehen ist. Wird sowohl für den Personentransport als auch für den Lastentransport eingesetzt. Wie gesagt, sehr robust. Man sieht auch bei der Biber die weit nach unten gefahrenen Landeklappen, um hier ganz langsame Flüge zu realisieren oder dann auch wie im Original einfach auf kurzen Pisten landen zu können. Und der Sherpa weiß ich nicht, und der Biber, das ist eine Konstruktion. Gesetzten Klappen mit seinen dicken Rädern. Die Biber geht im Speedflug, wenn man Speedflug nennen kann, oben drüber. Ja, sehr schön, die König Ludwig Biber im langsamen Überflug. Langsam ist ein wenig übertrieben, im sehr langsamen Überflug, hätte ich gesagt. So. Die Sherpa nochmal, ebenso ganz langsam, da kannst du also zu Fuß nicht hergehen. Da kann man fast mit dem Besen runterschlagen. Jetzt einmal die Klappen auf. Die einen Klappen gehen nach unten, die anderen fahren nach oben. Also. Und die fahren richtig nach hinten raus und gehen dann wieder nach. Wenn das einfährt, sind die wieder fahren die wieder unter Flügel rein. Ja, jetzt sind sie fast wieder weg. Also eine ganz heiße Konstruktion. Mir immer wieder gefällt, wenn ich das Flugzeug sehe. Ja, natürlich begrüßen wir unsere neu angekommenen Zuschauer hier auf dem Modellflugplatz.
hört uns, wenn ihr die Vorführungen der Piloten mit eurem Applaus, wenn es euch gefällt, beglückt. Applaus ist das Brot des Künstlers, das wisst ihr, und da wurden die auch nicht hungrig angelassen. Ja, wir haben für alles gesorgt, das heißt, wir haben viele Getränke da, wir haben Eis da, wir haben Kaffee und Kuchen da, wir haben unsere Küche hinten, wir haben den Bereich des Also ich kann es nur empfehlen, die sind wirklich, wirklich super gut. Jetzt noch aufpassen, ich habe mir mein T-Shirt von oben bis unten schon verkleckert. Ja, also so gut wie es sind, aber für das T-Shirt ist es nicht. Ja, auch noch eine Frage an unsere Piloten, die also noch nicht geflogen sind, die, ich weiß nicht, ob es Modelle gibt, die noch nicht in der Luft waren. Jetzt eure Chips da in diese Vorrichtung einschmeißen und sobald ihr ganz unten angelangt seid, seid ihr dran zum Fliegen. Jetzt kann jeder fliegen, wir haben keine feste Reihenfolge. Tragt euch ein oder schmeißt eure Chips dann ein und dann geht's ab nach oben. Ja, der Werner ist mittlerweile wieder gelandet. Die Biber kommen in steilen Anflug, so wie sie es auch im Original machen muss, wenn sie auf dazu. Ja, ein Applaus an die zwei.